Hallo zusammen, digitaler Test DAF, Leseverstehen, Beschreibung. Was wird getestet? Sie sollen zeigen, dass Sie in der Lage sind, verschiedene Texte aus dem akademischen Kontext im Zusammenhang mit unterschiedlichen Leseabsichten zu verstehen und zu verarbeiten. Was müssen Sie können? Explizite Informationen in einem Text schnell finden und verstehen. Die logische Struktur eines Textes erkennen. Hauptaussagen, wichtige Fakten und Argumente identifizieren. Zum Teil auch implizite Bedeutungen verstehen. Die kommunikative Absicht und Einstellung eines Autors, einer Autorin verstehen. Verschiedene Informationen aus einem Text einordnen und verknüpfen. Zwei Texte mit einer Grafik oder einem Diagramm verarbeiten, die darin enthaltenen Hauptaussagen oder Standpunkte verstehen, Übereinstimmungen und Unterschiede erkennen. Aufbau. Der Prüfungsteil besteht aus insgesamt 7 Aufgaben. Es handelt sich um geschlossene Aufgaben. Das heißt, dass die Antworten vorgegeben sind und Sie die korrekte Lösung ankreuzen müssen. Sie brauchen also keine Antworten selbst zu formulieren. Bei der ersten Aufgabe liegt der Fokus auf dem Verstehen von Hauptgedanken und Einzelinformationen in einem Text. Sie sollen für 5 Lücken in einem Text jeweils das passende Wort auswählen. Bei der zweiten Aufgabe geht es darum, die Struktur eines Textes sowie die Verbindungen zwischen den einzelnen Textteilen zu erkennen und zu verstehen. Sie sollen 5 einzelne Textabschnitte zu einem kompletten Text zusammenfügen. Bei der dritten Aufgabe geht es um das Verstehen von Hauptideen, Details, impliziten Informationen und der kommunikativen Absicht eines Textes. Sie bekommen zu einem Text 7 Fragen mit jeweils 4 Antwortoptionen und sollen die korrekte Antwort ankreuzen. Bei der vierten Aufgabe liegt der Fokus auf der kommunikativen Absicht, die ein Sprecher hat. Sie sollen 4 Sätze im Text die passende kommunikative Sprechhandlung zuordnen. Bei der fünften Aufgabe geht es darum, Einzelinformationen aus einem Text einzuordnen und zu verknüpfen und kausale Zusammenhänge zu erkennen. Sie sollen 7 Aussagen aus dem Text 4 Kategorien zuordnen.
Bei der sechsten Aufgabe liegt der Fokus auf dem Erkennen von kausalen Zusammenhängen in einem Text. Sie sollen 4 Aussagen aus dem Text 2 Kategorien zuordnen. Bei der siebten Aufgabe geht es um den Abgleich von Informationen aus 3 Quellen, einem Lesetext, einer Grafik und der Zusammenfassung mit Informationen aus beiden Quellen. Sie sollen die Fehler in der Zusammenfassung erkennen. Wie läuft der Prüfungsteil ab? Die Aufgaben werden durch die Software in vorgegebener Reihenfolge präsentiert. Sie lesen die Aufgabenstellung am Bildschirm. Sie müssen die Aufgaben in der vorgegebenen Reihenfolge bearbeiten. Zu bereits bearbeiteten und abgeschlossenen Aufgaben können Sie nicht zurückgehen. Die Bearbeitungszeit für jede einzelne Aufgabe ist vorgegeben. Hilfsmittel wie Wörter, Bücher oder ein Handy sind in der Prüfung nicht erlaubt. Und weiter kommt eine Übersicht über die Aufgabentypen beim Prüfungsteil. Aufgabentyp: Lückentext ergänzen. 4 Minuten Zeit. Itemformat: Multiple Choice. 5 Items. Textabschnitte ordnen. 5 Minuten Zeit. Itemformat. 5 Textteile richtig einordnen. 4 Items. Multiple Choice. 15 Minuten Zeit. Itemformat. Multiple Choice. 7 Items. Sprechhandlungen zuordnen. 6 Minuten Zeit. Itemformat: Zuordnung. 4 Items. Aussagenkategorien zuordnen. 9 Minuten Zeit. Itemformat: Multiple Choice. 7 Items. Aussagen einem Begriffspaar zuordnen. 7 Minuten Zeit. Itemformat: Zuordnung. 4 Items. Fehler in Zusammenfassung erkennen. 7 Minuten Zeit. Itemformat: In Zusammenfassung falsche Inhalte erkennen. 3 Items. So haben Sie insgesamt 55 Minuten Zeit. Items gesamt 34. Das ist alles zu allgemeinen Informationen über den Prüfungsteil Leseverstehen. Bis bald!